Kleinlichkeit nachgehst und auch deiner eigenen. Ja, genau. Du hast es ja eigentlich schon gut umrissen. Ich sage nur noch drei Worte noch dazu. Ja. Ich würde schon sagen, im Übrigen, wenn wir nachher über durchgehende Motive sprechen, würde ich schon sagen, dieses Moment der Selbstbeobachtung ist eigentlich das, was mich jetzt am Nicht-Journalistischen, am Bücherschreiben reizt und interessiert. Und das, glaube ich, teilen die beiden Bücher. Im inneren Stammtisch, aber in einer etwas programmatischeren Weise, weil es eigentlich entstanden ist aus dieser völlig naheliegenden Beobachtung, der man aber doch viel zu selten, wie ich finde, viel zu selten Bedeutung beimisst, dass man feststellt, wie stark man zensiert zwischen dem Gedankenstrom, dem wir alle ausgeliefert sind, quasi unserem inneren Monolog, der permanent immer mitläuft und alles, was er liest oder wahrnimmt, kommentiert, und dem, was dann tatsächlich über meine Lippen kommt, oder das, was man wirklich sagt. Zum Glück gibt es diesen Zensurprozess. Wir wollen ja nicht auch die ganze Abgründigkeit, die in uns brodelt, immerzu nach außen geben. Das würde die Zivilisation auch nicht aushalten. Gleichwohl finde ich dann aber es auch interessant, um etwas über sich herauszufinden, wo eigentlich oder wie genau diese Zensurschwelle funktioniert. Mhm. Und wenn wir dabei über politische Auseinandersetzungen, Debatten oder die Diskurse reden, dann sind wir ja bereits in einer Arena, wo bestimmte Spielregeln gelten, und zwar unter einer klaren Zwecksetzung. Wir wollen Recht behalten. Das gilt für alle politischen Auseinandersetzungen. Wir wollen Recht behalten, also agieren wir in einer Weise, die uns selber in ein günstiges Licht rückt. Mhm. Und der innere Stammtisch war vielleicht der umgekehrte Versuch. Ich wollte nicht Recht behalten, weil ich mit dem Buch überhaupt gar keine politische Programmatik im engeren Sinne verfolge. Ich wollte also auch niemanden von irgendeinem Standpunkt überzeugen. Ich wollte ganz im Gegenteil eher nicht Recht behalten, mich eher im ungünstigen Licht zeigen. Mhm. Ich wollte also über das sprechen, was ich, wenn ich bei einer Podiumsdiskussion eingeladen wäre, zur Seite schieben würde, damit die Leute nicht sagen, puh, So wie der tickt, dem glauben wir mal lieber nicht, sondern ich wollte genau dieses Dunkle, das Unappetitliche, nein, das ist ein zu großes Wort, so schlimm sieht es nicht, man soll sich auch nicht interessanter machen, als man ist, also so schlimm sieht es in einem dann auch wieder nicht aus, aber eines dieser Momente, die ich so bezeichnend finde und die, glaube ich, vielleicht bin ich darin aber auch nur ein schlechterer Charakter als die meisten anderen, die ganz viel von unseren Alltagsinteraktionen mit anderen Menschen strukturieren, hat mit Kleinlichkeit zu tun. Und ich fand es ganz wohltuend, das mal offen zu bekennen, eben im Sinne des Genres der Bekenntnisliteratur. Auch weil nur wenn man sich von der eigenen Kleinlichkeit Rechenschaft ablegt, ist man, glaube ich, in der Lage, ein wenig nachsichtiger mit der Kleinlichkeit anderer Menschen auch umzugehen. Es ist ein Tagebuch, wie Hanna schon gesagt hatte, in dem Fall jetzt Mittwoch, der 27. November. Und ich merke, Gott, oh Gott, es ist so lange her, dass ich jetzt vorne schauen muss, um welches Jahr es sich handelt. Ja, 2019, ja. Mhm. Nirgends sind wir kleinlicher als bei unserer inneren Buchführung, mit der wir verzeichnen, ob uns von anderen der angemessene Respekt entgegengebracht oder im Gegenteil eine Kränkung, eine sogenannte Mikroaggression, zugefügt worden ist. Tägliche Grundsituation im Straßenverkehr. Eine schmale Stelle, die zwei Autos nicht gleichzeitig passieren können. Einer muss ausweichen, die Beschilderung klärt nicht, wer Vorfahrt hat. Es muss halt einer nachgeben, und das Sprichwort versucht, ihm das Opfer zu versüßen, denn er darf sich als der Klügere vorkommen. Also biegt man in eine Parklücke ein, und während der entgegenkommende Wagen an einem vorbeizieht, schaut man mit Adlerblick, ob der Typ hinterm Steuer auch dankbar winkt. Er winkt nicht. Allerhand. Das wäre doch das Mindeste gewesen. Statt sich an sich selbst zu erfreuen, dass man die Freundlichkeit besitzt, andere vorzulassen, überprüft man bloß wieder kleingeistig, ob die eigene Vorbildlichkeit auch ausreichend anerkannt wurde. War man eben noch der Klügere, der nachgibt, ist man nun der Nickelige. Ich sitze im Zug. Der Fahrgast vor mir hat sein Jackett so an den Kleiderhaken gehängt, dass es in Wahrheit die ganze Zeit nicht in seinem Sitzplatzbereich, sondern über meinem Klapptischchen baumelt. In scharfen Kurven, zugegeben, viele scharfe Kurven gibt es nicht, schwenkt das Sakko über meinen Laptop, während mein Zugnachbar gemütlich seine Schuhe ausgezogen hat und auf seinem Bildschirm Netflix schaut. Ich beobachte das Sakko und bin gleich doppelt genervt.
von dem fremden Sakko und von der Kleingeistigkeit meines Gedankenstroms, der jetzt doch tatsächlich das Wort Sitzplatzbereich entsichert hat. Ich möchte ja um Himmels Willen nicht einer sein, der sich von einem fremden Sakko im eigenen Sitzplatzbereich herausgefordert fühlt. Das ist ganz klar. Deprimierend aber, wie viel innere Anstrengung es mich kostet, nicht genau wie ein solcher zu ticken. Eigentlich stört das Sakko gar nicht. Wir haben uns aneinander gewöhnt in der besten Weise, wie man sich an einen anderen gewöhnen kann. Ich nehme es schon gar nicht mehr wahr. Bis der andere Fahrgast sein Ziel erreicht hat, sein Laptop zuklappt, aufsteht und nach dem Sakko greift. Ich finde, das wäre jetzt für ihn der passende Moment, festzustellen, welches Glück er mit mir gehabt hat und ein Wort des Dankes an mich zu richten. Stattdessen nichts, kein Wort. Er wagt mir noch nicht mal ins Gesicht zu schauen. Ach, ihr Rüpel, da stehe ich doch drüber. Aber wie viel Kraft es mich kostet, darüber zu stehen, das möchte ich lieber nicht zugeben. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ja quasi eine Anekdote aus dem gleichsamen vorpolitischen Gefühlsraum gehört, sozusagen. Also was ist das eigentlich für eine Konstitution, die man hat, die einen dann vielleicht auch in politischen Situationen zum unangenehmen Handeln bringen kann? Und es geht ja aber natürlich nicht nur um solche Alltagssituationen, es geht auch um Trump, um Greta Thunberg, um die FDP, es geht um Rassismus, Sexismus. Also das Buch behandelt wirklich diverseste Phänomene, was natürlich aus diesem Tagebuchformat hervorgeht. Und ich habe mich gefragt, ich habe jetzt so ganz lapidar eingeführt, dass es sich um ein politisches Tagebuch handelt. So, aber diese Entscheidung ist ja gar nicht... wie stellt man einen solchen Text her, habe ich mich gefragt. Also wie bist du eigentlich dazu gekommen, das alles in dieser tagebuchartigen Form festzuhalten? Und genau. Naja, mir gefällt der Begriff, den du gerade gebraucht hast, vorpolitisch eigentlich ganz gut. Und diesen Bereich des Vorpolitischen wollte ich erkunden, weil ich auch glaube, dass tatsächlich dieser Bereich auch der ist, der dann das Politische ganz stark, also wir versuchen das Politische immer oder unsere politischen Überzeugungen und Positionen als das Ergebnis von langem Nachdenken zu verkaufen. Also wir, als würden wir uns sehr lange völlig ergebnisoffen Pro- und Kontrapositionen anhören und dann würde unser Geist, unsere Vernunft anfangen zu arbeiten und die verschiedenen Argumente wägen, um dann sich der überzeugenderen Argumentation anzuschließen und eine Position zu beziehen. Mhm. Dabei wissen wir alle, dass es Bullshit ist. Wir wissen ja alle von uns selber, dass wir vorher immer schon wissen, was wir danach denken. Es gibt die wenigen Momente, aber es sind wenige und es sind kostbare Momente, wo man sich selber überrascht. Auch den versuche ich in einem Buch nachzugehen. Mhm. Es ist aber nicht so viel, nicht so leicht, davon viele zu finden. In der Regel landet man, dort, wo man davon ausgehen konnte, dass man mit seinen Vorurteilen und Überzeugungen landen wird. Ich will das auch nicht beklagen. Es kann auch gar nicht anders sein. Wäre es anders, wären wir ja auch als psychische, konstante Figur auch für unsere Umwelt nicht zu greifen und damit auch schwer erträglich. Also man will ja zum Beispiel nicht jeden Morgen neben jemandem aufwachsen, der die Welt plötzlich, weil er so gründlich nachgedacht hat, ganz anders sieht als noch am Abend, als er ins Bett ging. Mhm. Das gilt übrigens auch für die viel geforderte Gewissensentscheidung im Bundestag, wo immer so, es gibt ja so manche Entscheidungen, die vom Fraktionszwang befreit sind und dann schreiben die Leitartikel immer, das ist eine Sternstunde des Parlamentarismus. Mhm. Ja, klar, in gewisser Weise schon, aber wenn sich das bestätigen würde oder das bei normalen politischen Streitfragen auch der Fall wäre, würde man sich als Leser auch verschaukelt fühlen. Mhm. Also wenn ich die Grünen wähle als überzeugter Feminist und Frauenrechtler und plötzlich tritt die grüne Abgeordnete, die meine Erststimme bekommen hat, ans Podium und sagt, ja, mein Vorredner von der CSU hat mich in Fragen des Paragraph 218 tatsächlich überzeugt. Ich glaube, ich habe das bisher falsch gesehen. Ich finde auch, es kann da keine vollständige Freigabe geben. Dann würden sich ja die Wähler, die Wähler geben ja schon auch irgendwie einen inhaltlichen Auftrag weiter. Mhm. Ich schweife jetzt so ein bisschen ab. Ich will nur sagen, es ist auch nicht so schlimm, dass wir in unseren politischen Überzeugungen eine gewisse Konstanz haben, auch wenn diese Konstanz
sich manchmal beißt mit der Vorstellung, dass wir ganz offen sind für alle neuen Erfahrungen und neuen Gedanken. Liebe Hanna, du musst deine Frage nochmal wiederholen. Ich bin vom Pfad abgekommen. Es war einfach erstmal nur grundsätzlich die Frage zur Form des Tagebuchs. Aber das, was du gesagt hast, enthält sehr viel Interessantes, finde ich, weil es für mich jetzt so klingt, als würdest du einerseits durch das Schreiben, über das wir ja heute Abend reden, also wie schreibt man eigentlich, wie stellt man einen solchen Text eigentlich her, versuchen einerseits dem eigenen Irrationalen auf die Schliche zu kommen. Ja. Also du schaust ja so eben, wo ist hier so das Triebhafte, ärgerliche, kleingeistige in der Alltagssituation und gleichzeitig versuchst du aber auch etwas über dich herauszufinden, nämlich was ist eigentlich deine Kontinuität, also was ist die Kontinuität deiner, deiner politischen Verfasstheit. Und ich habe mich so ganz banal gefragt, also wie fängt man so etwas an? Das ist ja kein spontaner Text, das ist ja kein Erguss, den du in dem Moment schreibst, der aus dir herauskommt. Was du fühlst, das hat ja eine hohe Form. Es ist sehr unterhaltsam, es ist ein Essay, es ist lustig. Ja. Und du musstest hier ja einige Seiten auch füllen auf diese Art und Weise. Und wie ist dieser Prozess und wie schafft man es, ehrlich mit sich zu sein? Oh, das sind aber zwei sehr verschiedene Fragen. Die aber zusammengehören. Die Beantwortung der ersten Frage, da kann, wird vermutlich glaubwürdiger sein als die der zweiten. Weil, wie man glaubwürdig sein kann, das kann man von sich selber am wenigsten beweisen. Man geht dann davon aus, aber das können andere besser sehen. Naja, das Buch ist tatsächlich nicht als Tagebuch entstanden, sondern hatte die Form eines Essays, der aber sehr erzählerisch war. Ich würde sagen, das ist überhaupt... Also, wie du auch, haben wir ja zwei verschiedene Formen des Schreibens und die unterscheiden sich so fundamental, dass es so ist, wie wenn, was weiß ich, wenn jemand den ganzen Tag über mathematische Gleichungen löst und am Abend joggen geht, dann sagt er ja auch, es ist zwar anstrengendes Joggen, aber es ist so schön, es tut mir so gut, es ist was ganz anderes. Und ja, fast also so würde ich das journalistische Schreiben und das literarische, unterscheiden. Ja. Also die sind, die beanspruchen vermutlich auch völlig unterschiedliche, naja, ich übertreibe, Hirnareale, oder auch jedenfalls andere Kraftressourcen. Das Buch war von Anfang an, meine Idee war immer, es soll erzählerisch sein, weil das, was mich interessiert, sind Nuancen, die man, glaube ich, nur rausarbeiten kann, wenn man erzählt, nicht wenn man mit Thesen oder Meinungen kommt. Das wäre für mich jetzt auch die Hauptdifferenz zum journalistischen Schreiben. In der idealen Weise ist es dann der Leitartikel und da hat man eine Meinung zu einer Sache, zu einem Sachverhalt in der Welt und hat eine sehr starke Meinung, die vor allem von ihrer Zweifelsfreiheit sehr stark durchdrungen sein muss, sonst ist es ein lahmer Leitartikel. Es ist sehr, sehr schwer im Genre des Leitartikels quasi Skrupel oder Zweifel einzuarbeiten. Aber du schreibst jetzt ja auch nicht, ständig Leitartikel. Ich schreibe ständig oder Leitartikel, aber ich würde sagen, auch ein Feuilleton-Aufmacher ist nicht völlig frei vom Meinungshaften. Und ich will das Meinungshafte auch nicht herabwürdigen, aber ich will nur sagen, es ist eine andere Sache. Hingegen, wenn ich erzähle, muss ich nicht zu einer These kommen, muss ich auch beim Feuilleton aufmachen, am Ende erwartet der Leser eine knackige These zum Zustand der Gegenwart. Ja. Und jede These ist in dem Maße, in dem sie eine Zuspitzung ist, aber auch immer eine Vereinfachung, eine Simplifizierung. Das ist auch wiederum nicht schlimm, aber es ist so. Und beim Erzählen, finde ich, hat man halt die Chance, zu einem Maximum dieser doch etwas petrifizierenden Statik von Meinungen zu entkommen. Mhm. Also erst im Erzählen können sie sich selber auch als einen Schwankenden beschreiben, als einer, der am einen Tag so denkt und am nächsten Tag anders denkt, weil sie die ganzen Kontexte, die zu unserer inneren Instabilität führen, miterzählen können und dann sind sie plausibel. Wenn Sie im Leitartikel anfangen zu sagen, gestern war ich noch der Meinung, wir sollten den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen, heute halte ich das für eine schlechte Idee, dann müssten Sie jetzt erzählen, was zwischen gestern und heute passiert ist. Das heißt, Sie müssten in irgendeiner Weise autobiografisch werden. Das hat natürlich nichts zu suchen, weil... wir können den Leitartikel neu erfinden, ich merke schon, Hanna. Aber dann musst du schauen, ob du ihn durchgesetzt kriegst. Und dann wird dein Chefredakteur sagen, das machst du einmal im Jahr und gerne wieder im Jahr 2023. Aber das Standardmodell wird jedenfalls anders aussehen. Also kurz, was ich sagen will, dieses Erzählerische gab es von Anfang an, aber nicht gebunden an das Datum. Und dann war es tatsächlich mein Lektor, Alexander Fest, der irgendwann das Manuskript las und sagte, ich verstehe die Idee deines Schreibprojekts, aber ich finde, du bist
man hat dich noch nicht so richtig, man sieht dich noch nicht selber im Reagieren auf politische Ereignisse, auf Schlagzeilen, auf das, was passiert. Wenn du versuchst doch mal mit der Form des Tagebuchs, dann kannst du all das, was du bisher geschrieben hast, an Reflexionen, an Anekdoten, an Erzählungen, kann man im Tagebuch, ja, ist eine ganz offene Form, wunderbar einfügen. Und gleichwohl bist du dann aber gezwungen, unmittelbar, was weiß ich, Boris Johnson schickt das Parlament in die Ferien, ist die Schlagzeile, was sind deine ersten Gedanken? Und das ist eigentlich ein bisschen wie das Ei des Kolumbus, wo man danach denkt, naja, ist ober easy. Klar, man muss das Ei nur anschlagen, dann kippt das nicht mehr um. Und so fand ich Alexanders Vorschlag, versuch's doch mal mit einem Tagebuch. Ja, als er es sagte, ja klar, war das erzählerische Problem, das ich vorher hatte, oder das, woran das Manuskript gekrankt hatte, war damit ein toller Ausweg. Und so ist es hat es diese Form dann gefunden. Aber das heißt, du hast vorher versucht, also um das nochmal zu verstehen, ist eher als eine Art großen Essay anzulegen? Ja. Oder wie genau muss man sich das vorstellen? Welche Art von Text war das? Ja, ich hatte so als Überschriften so größere Kategorien aus dem Bereich der psychologischen Selbstbeobachtung, würde ich sagen. Mhm. Und dann, es gibt ja auch so, naja, oder auch so, ich habe schon auch versucht, die Frage, was es heißt, politisch zu sein, mal anders, nämlich eher so anthropologisch zu beantworten und nicht so normativ. Mhm. Normalerweise sagen wir immer, alle sagen, Menschen schmeicheln sich damit darin, indem sie sagen, sie würden sich als einen politischen Menschen verstehen. Ja. Und zum Beispiel dieser Frage nachzugehen, was heißt es eigentlich, wenn wir sagen, ein politischer Mensch, dann denken wir, wenn man vom humanistischen Gymnasium kommt, an Aristoteles, Zoon, Politikon oder Res Publica, die gemeinsame Sache, Zivilgesellschaft, in die wir uns einbringen und so weiter. Und da wollte ich sagen, nee, drehen wir doch mal das Fernrohr um oder die Perspektive ganz um. Wenn ich mich selber beobachte, muss ich sagen, ich bin dann politisch, wenn ich meinen Ruhepuls verlasse. Mhm. Wenn meine Schlagader höher schlägt. Wir kennen das alle, wir sind beim Abendessen mit einer sympathischen Runde von 8 Leuten versammelt und noch ist es ein nettes Geplänkel und dann gibt es aber doch heikle Themen, von denen man der Meinung sein kann, sie haben bei einer Abendessensanladung deswegen auch nichts verloren oder erst recht, jetzt wird es lustig und dann sagt jemand was und dann merkt man sofort, okay, ausatmen, soll ich das einfach so stehen lassen? Ich sehe es komplett anders, ich finde es auch geisteskrank, dass der auf die Idee kommt, das überhaupt nur zu denken, soll ich das sagen oder besser nicht? Kurzum, jetzt bin ich im politischen Modus und dieser politische Modus hat halt etwas mit Erregung zu tun. Und geht das auch fürs Schreiben? Also ist das etwas, was du versucht hast, dann in dieses Tagebuchschreiben zu transportieren, wie du dich dann fühlst? Ja, nee, aber da bin ich dann nicht mehr erregt, sondern da beobachte ich mich als erregt und das ist etwas komplett anderes. Ja. Ja. Also du bist nicht emotional, während du am Schreibtisch sitzt? Nee, nicht emotional im Sinne dieser unmittelbaren Gefühle, denn die sind in dem Moment ja schon Gegenstand der Beschreibung, die beobachte ich ja. Aber hast du dann manchmal sowas wie, wenn du dich jetzt zum Beispiel daran erinnert hast, sowas wie Scham oder Ärger über dich selbst in dem Moment empfunden oder so, also im Zurückdenken an die Situation im Straßenverkehr zum Beispiel? Oder ist es völlig abgekoppelt? Ja, ich würde sagen, die Situation im Schlangenwerk würde man als guter Katholik unter den lässlichen Sünden rechnen. Insofern verschaffen sie mir auch nicht schlaflose Nächte. Ja. aber ich fände es natürlich schöner, wenn ich diese Kleinigkeit nicht hätte. Aber die ist so, ich weiß nicht, wie man das nennt, die liegt so basal, die ist so reflexhaft. Man merkt es ja am stärksten im Autoverkehr, wo man manchmal über irgendeinen anderen Wutschnaub, der hört es ja zum Glück nicht, weil man in seiner Karosserie ist. Und in dem Moment, wo man das getan hat, denkt man sich, du Trottel, du bist so egozentrisch, der kann nichts dafür, ist alles völlig okay oder vielleicht bist du am Unrecht. Aber die Reaktion ist schneller, als dein Über-Ich es zensieren könnte. Das heißt, man kommt um die Hässlichkeit seiner Erstreaktion, ist es glaube ich auch schwierig herumzukommen. Es sei denn, man ist halt wirklich eine sehr edle Seele. Ja, das sind die wenigsten von uns. Ich glaube, ich würde dich jetzt gerne bitten, noch mal eine weitere längere Passage zu lesen, damit wir einen Eindruck bekommen. Und zwar geht es bei der Stelle, die wir ausgesucht haben, um den Besuch von Steve. Steve ist Immobilienbanker und ich habe jetzt beim noch mal drüber nachdenken. Investmentbanker, ja. Und ich habe jetzt beim noch mal drüber nachdenken vor allem gedacht, wie unglaublich dieses historisch Werden unserer Gegenwart ist. Das hast du 2019 geschrieben, es geht um Trump, das kann man schon mal vorwegnehmen unter anderem und es ist unglaublich, wie das funktioniert als einfach Zeugnis einer jetzt schon wieder Vergangenheit in einer völlig anders gewordenen Gegenwart.
Und genau, ich bin gespannt, wie es sich jetzt in diesen Abend hineinliest. Das Buch hat auch viel so mit Fragen Konsens, was ist Einheitsmeinung, wie verhält man sich wiederum dazu. Natürlich waren wir während der Präsidentschaftsjahre von Trump in Deutschland halt einhellig, fanden wir Trump furchtbar. Da war ich jetzt auch nicht die Ausnahme. Eines dieser Motive in meinem Buch hat was mit, ist auch der Trotz. Also viele Dinge, die ich sage, weiß ich auch, ja, dafür schäme ich mich dann auch, tue ich auch aus Trotz. Also wenn zu viel Einheitlichkeit in der Meinungsbildung sich um einen Tisch versammelt, fällt es mir wahnsinnig schwer, nicht die Gegenposition einzunehmen, weil mir die Selbstgerechtigkeit oder diese gemeinschaftsstiftende Kraft oder dieser gemeinschaftsstiftende Effekt irgendetwas, namentlich wenn man es dann stark moralisiert, bekräftigt, das macht mich immer misstrauisch. Und bei Trump war das natürlich krass, weil ganz Deutschland sich einig war, wie schlimm der ist. Und da hatte ich nur das Problem, ich fand keinen Ausweg aus dem Konsens. Ich fand ihn auch genau so schlimm wie alle anderen. Mir fiel aber irgendwann auf, dass es natürlich auch ein bisschen komisch ist, gerade wenn man sagt, wenn man sonst immer so für Diversity und Pluralismus ist, dass man in dem Fall sich zwar alle einig sind, was für ein Riesenunfall der Weltgeschichte Trump ist, aber in Wahrheit kannte keiner, ich würde wirklich sagen, keiner von uns persönlich einen Trumpisten. Mhm. Und das ist ja etwas, was ungewöhnlich ist. Normalerweise kennen wir ja Realverkörperungen des politischen Gegners. Mhm. Aber nicht bei Trump, weil es in Deutschland keine gab. Und jetzt sind wir nicht im Jahr 2009, sondern das ist, glaube ich, ein Rückblick, das muss im Jahr 2018 gewesen sein. Da meldet sich ein alter Freund im Sinne, habe ihn kennengelernt, als ich 19 war, als ich in die USA zog. Und dann haben wir uns vielleicht in den 90er Jahren immer wieder mal gesehen und uns dann aus den Augen verloren. Und wie das so ist mit Facebook, man kann Jahrzehnte später wieder jemanden downtracken. Und Steve, ja, man muss schon ein wenig pseudonymisieren, Steve meldete sich und meinte, ja, er hat eine neue Frau und die arbeitet für Merck und da gibt es eine Fortbildung in Darmstadt, deswegen sei er in Deutschland, ob er mich besuchen könne. So, davon handelt, und ich dachte, ja, klar, gerne. Und im nächsten Moment dachte ich, oh, das könnte der erste leibhaftige Trumpist in meinem Leben sein. Ich erinnere mich, wie ich vor einem Jahr Besuch aus den USA bekam von Steve, einem kleinen Investmentbanker aus dem Mittleren Westen. Ich hatte ihn 1990 kennengelernt, als wir beide in einem Summercamp am Lake Michigan als Counselor arbeiteten. Mein Englisch war erbärmlich, aber Steve sah meine Wissbegierde, meine Neugier auf sein Land und so stand er mir zur Seite, indem er mir eine geschickte Kombination aus Sprachschule und Indoktrination, Grammatik und Ideologie verpasste. Er lehrte mich den martialischen Text der amerikanischen Nationalhymne, er schwärmte von der Boston Tea Party, er war inbrünstiger Katholik und leidenschaftlicher Anhänger der Reaganomics. Einer wie er war mir in meiner linksliberal behüteten Heidelberger Jugend noch nie begegnet. Es war ein Schock. Wie konnte man für den Papst glühen? Und noch schlimmer, wie konnte man Ronald Reagan verteidigen, diesen lächerlichen Wildwest-Cowboy-Darsteller, der vom Krieg der Sterne träumte? Wie bekam einer solche Leidenschaften überhaupt unter einen Hut? Dazu war Steve ein Mann, der die Frauen liebte. Wo immer eine schöne Frau auftauchte, stöhnte er auf, als wollte er sagen, entschuldige, aber von jetzt an bin ich nicht mehr Herr meiner Handlungen. Nie war mir ganz klar, inwiefern das Teil seines katholischen Glaubensbekenntnisses war. Offen zu zeigen, wie schwach das Fleisch war, gewissermaßen als gelebte Voraussetzung seiner Erlösungsbedürftigkeit. Doch wir waren beide sportliche Typen, die die Auseinandersetzung liebten. Und ich verdanke Steve, dass ich in dieser Zeit am Lake Michigan viel lernte und tatsächlich einen Sinn für die von ihm gepriesene Schönheit freier Märkte entwickelte. Dann sahen wir uns noch einmal 1996 in New York. Es war einer der ersten warmen Apriltage. Wir tranken Caipirinha im East Village. Aber während wir uns unterhielten, starrte Steve die ganze Zeit zwei Mädels am Nachbartisch an, bis diese endlich zurückschauten. Und schon hatte er sie in ein Gespräch verwickelt und an unseren Tisch dirigiert. Weil er allerdings Alkohol nicht gut vertrug, endete das alles nicht so triumphal, wie es begann. Die Girls bestellten noch immer eifrig Caipirinhas auf unsere Kosten, als Steve unerwartet schnell die Segel streichen musste. Danach verloren wir uns aus den Augen, bis er mir im Frühling 2019 via Facebook schrieb, er sei auf dem Weg nach Deutschland, ob er mich in Berlin besuchen dürfe. Ich freute mich, ich lud ihn ein, bei mir zu wohnen. Ich ahnte allerdings schon Schlimmes.
Es konnte ja gar nicht anders sein, als dass ich mit Steve einen astreinen Trumpisten unter meinem Dach beherbergen würde. Ich war noch nie einem Menschen begegnet, der sich zu Trump bekannte. Eigentlich peinlich, weil es meinem Ideal des Pluralismus so gar nicht entsprach. Aber es ist bekanntlich auch nicht ganz einfach, in Deutschland auf Trump-Apologeten zu treffen. Und so gesehen war Steve, wie ich mir sagte, im Grunde eine tolle Gelegenheit für einen echten Wirklichkeitskontakt. Trotzdem hatte ich ein beklommenes Gefühl. Meine Toleranz würde einer schweren Prüfung unterzogen werden. Steve kam an einem Vormittag in Berlin an, ich holte ihn vom Bahnhof ab, wir gingen ins Einstein. Der Kellner hatte uns noch nicht den Brotkorb auf den Tisch gestellt, als Steve schon zu politisieren anfing. Ich traute meinen Ohren nicht. Über 20 Jahre hatten wir uns nicht gesehen und das Erste, was der tat, einen politischen Streit vom Zaun brechen. Als hätte er 35 Jahre auf nichts anderes gewartet. Als wäre er aus keinem anderen Grund aus Grand Rapids, Michigan, nach Deutschland geflogen, als uns Deutschen mal richtig einzuschenken. Zuerst dachte ich, ich könnte ihn durch vorgespielten Gleichmut und Neutralität am wirkungsvollsten bremsen. Durch gelassenes Darüberstehen. Sich nur nicht provozieren lassen. Alle Fakten sprachen sowieso gegen ihn. Warum also groß rumzanken? Leider überschätzt man sich in solchen Situationen leicht. Den übermenschlichen Willen, den es dafür braucht, hat man am Ende gar nicht. Außerdem sprach Steve so laut, dass man unser Gespräch an sämtlichen Tischen mitbekommen musste. Und da saßen möglicherweise Kollegen oder Menschen, die mich kannten. Da durfte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich in Wahrheit willfährig mit dem amerikanischen Populismus kollaborierte. Und dann roch Steve den Braten auch bald und wechselte nun seinerseits in eine Stimmlage voller Anteilnahme, als hätte er Mitleid mit uns und unserem Unglück, sozusagen unter Dauerterroralarm leben zu müssen, nur weil die eigene Kanzlerin so viele Islamisten ins Land geholt habe. Nicht wahr? Zitat, nicht wahr? Es gibt viel Unzufriedenheit in Deutschland, was man so hört. Sogar eine neue Partei, die immer stärker wird. Wie heißt die? Irgendwas mit Alternative? Da hörte der Spaß auf. Ich musste einschreiten. Ich versuchte, die Bedeutung der AfD kleinzureden. Im Gegenteil, man müsste Deutschland gerade im Vergleich mit anderen europäischen Nationen als einen Hort der Stabilität betrachten. Seit bald 15 Jahren regiere die Kanzlerin das Land ausgesprochen erfolgreich. Die Arbeitslosigkeit sei auf einem historischen Tiefstand. Ich bemerkte, dass ich begonnen hatte, meine Sätze mit wegwerfenden Handbewegungen zu untermalen. Das sei natürlich schön, entgegnete Steve, wenn alle so rundum zufrieden seien. Oh ja, durchaus, sagte ich, das sei sogar sehr schön. Gleichzeitig war ich damit beschäftigt, immer leiser zu reden, in der Hoffnung, dass dann auch Steve leiser sprechen würde. Es brauchten schließlich nicht alle im Einstein mitzubekommen, wie er jetzt doch tatsächlich sagte: Obama is a decent man. He loves his wife and loves his children, but politically I widely disagree with him. He was the worst president since James Buchanan. Plötzlich hatte ich mich nicht mehr im Griff. Was sollte dieser Scheiß? Dieses gönnerhafte He is a decent man, nur um ihn dann in einer Mega-Hyperbel zum zweitschlechtesten Präsidenten aller Zeiten herabzuwürdigen? Meine Halsschlagader pochte. Ich musste einen Gegenschlag anbringen. Nur wer verdammt war dieser James Buchanan? Zu Hause googelte ich natürlich sogleich. Was für eine Frechheit. Buchanan war der Begründer des Populismus um 1850 und ausgerechnet ein Trumpist verglich Obama, diesen edlen Intellektuellen, mit einem Populisten reinsten Wassers. Diese Schamlosigkeit. Was er Obama denn vorzuwerfen habe, wollte ich von Steve wissen. Der habe die Verfassung gebrochen, sagte Steve, als er Obamacare durch den Kongress gepeitscht und mittels eines Verfahrenstricks den Senat ausgeschaltet habe. Und nun folgte eine sehr komplizierte Darstellung eines Sachverhalts, in dem die Frage, ob Obamacare eine Steuer oder eine Abgabe ist, ebenso eine Rolle spielte wie das Urteil des Supreme Court, dass Obamacare keineswegs ein einfaches Haushaltsgesetz gewesen sei und deshalb vom Senat unbedingt mit qualifizierter Mehrheit hätte gebilligt werden müssen. In meinem Kopf rauchte es. Von all dem hatte ich noch nie was gehört. Und für ein Mittagessen im Einstein war es mir auch deutlich zu kompliziert. Überhaupt war die ganze Redesituation nicht fair. Das musste Steve einsehen. Ich sagte nur,
Nur weil du dich mit der Innenpolitik deines Landes besser auskennst als ich und nur weil mein Englisch zu schlecht ist, um dir den Kopf zu waschen für diesen ganzen Bullshit, nur deswegen hast du noch lange nicht recht. Und fügte hinzu, und mein Ton war leider ziemlich beleidigt, würden wir jetzt auf Deutsch reden, würde sich das alles ganz anders darstellen. Zugegeben, es gibt triumphalere Verteidigungsstrategien, aber Steve tatsächlich nickte ganz sanft. Obwohl mein Einwand gar nichts mit der Sache, bloß mit dem Verfahren zu tun hatte. Wenn ich eben noch überzeugt gewesen war, ich würde es mit dem Kerl definitiv nicht 3 Tage aushalten, gab es jetzt einen Hoffnungsschimmer. Wir lächelten verquält. Wir schalteten einen Gang runter. Obama habe das Land doch glänzend durch die Finanzkrise, für die er nicht verantwortlich gewesen sei, gelenkt. Er hat die Banken rausgehauen mit Steuergeld, das hat er getan, sagte Steve. Was habe denn Trump umgekehrt vorzuweisen, entgegnete ich. Noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten erfuhr ich nun, seien so viele Frauen und Schwarze in Lohn und Brot gestanden, bei steigenden Reallöhnen. Ach so? Jetzt hätte man darüber streiten können, ob diese Entwicklung nicht von Obamas Politik angestoßen worden sei, aber da würden wir uns sicher im Klein-Klein der Zahlen verlieren. Aussichtsreicher schien es mir, Steve, der sich kurz zuvor als Paleo-Konservativer geoutet hatte, und Paleo meint bei diesen Leuten immer die Zeit der Founding Fathers und die Constitution, bei seiner Ehre als Konservativer zu packen. Für mich, sagte ich, für mich, Steve, ist Trump ein Revolutionär, der mit der Verfassungstradition eines Landes bricht. Bei seiner Inaugurationsrede hat er gesagt, er werde die Macht dem Volk zurückgeben, so als wären alle seine Vorgänger im Weißen Haus Usurpatoren gewesen. Ich mag keine Revolutionäre. Nachdenkliches Wiegen des Kopfes bei Steve. Hatte ich ihn am richtigen Punkt gepackt? Er selber fürchte den Despotismus so sehr wie die pure Macht der Mehrheit, sagte er zu meiner Überraschung. Und fuhr fort, Trump sei laut und ordinär und rede viel Müll. Aber was die Verfassungskonformität betreffe, wolle er jetzt nicht wieder auf Obamacare zurückkommen, erlaube sich aber doch, mich daran zu erinnern, dass Obama in seiner ganzen Amtszeit durch Executive Orders, also durch Dekrete regiert habe. Executive Orders, so betont man sie. Durch Executive Orders, also durch Dekrete regiert habe. Im Wahlkampf habe Trump versprochen, mit dieser schlechten Praxis zu brechen. Er, Steve, habe Trump von Anfang an viel zugetraut und sehe sich darin nicht getäuscht, aber dass Trump in seiner Unbeherrschtheit in diesem Punkt Wort halten würde, damit habe selbst er nicht gerechnet. Und was ist passiert? Fragte er wie ein Magier, der das weiße Kaninchen aus dem Hut zaubert. Trump did not use the executive order. Langsam ging mir die Puste aus. Ob das überhaupt alles so stimmte, das würde ich zu Hause mal genauer nachprüfen. Dass ausgerechnet die Schwarzen und die Frauen von Trump profitiert haben sollten, come on, Steve. Damit er sich nicht einbilden konnte, Oberwasser zu haben, lenkte ich sozusagen mit letzter Kraft das Gespräch auf China. Ich wollte Steve mit seinem Stolz auf den American Exceptionalism quälen. Also sprach ich von Chinas offenbar unerschöpflicher Kraft. China werde die neue Weltmacht, während Trump durch seinen Isolationismus die USA weltpolitisch marginalisiert habe. Ja, man dürfe China nicht unterschätzen. By the way, ließ Steve an dieser Stelle einfließen, meine Verlobte, die ich in 4 Wochen heiraten werde, ist Chinesin. Aber anders als die USA habe China eine negative Demografie. Und nur Länder mit positivem demografischem Faktor hätten das Zeug zur Weltmacht. In der Geburtenrate drücke sich Zukunftshoffnung aus. Gott, ja, wegen der Ein-Kind-Politik, stöhnte ich auf. Aber an diesem Punkt konnten wir nicht mehr. Wir atmeten aus, wir schwiegen. Es war, als hätten wir Druck abgelassen. Als wäre erst einmal alles gesagt, was zu sagen gewesen war. Die Hunde hatten Auslauf gehabt, jetzt lagen sie erschöpft und zufrieden vor dem Kamin. Wir wendeten uns anderen Themen zu. Und das ist leicht mit Steve, weil es fast nichts gibt, wofür er sich nicht interessiert. Von der Botanik bis zur Philosophie, von der Geschichte bis zum Investmentbanking. Sein Job. Wir hatten noch schöne und anregende Tage. Die vielen Baustellen, jetzt ganz im Ernst, auch ich hatte erst gedacht, ich hätte mich verhört, machten ziemlichen Eindruck auf ihn. Vielleicht, meinte er, stehe es um die deutsche Wirtschaft ja doch nicht so sklerotisch, wie er gedacht habe.
Ich zeigte ihm den Reichstag, besonders die Graffiti der Rotarmisten faszinierten ihn. Natürlich, immer wieder gab es herausfordernde Momente. Einmal in der Woche arbeite er, erzählte Steve, ehrenamtlich in einer Suppenküche für die Obdachlosen seiner Stadt. You know, I am against welfare. Aber er könne nun mal nicht verhindern, dass er wegen seiner Tochter, die geistig behindert ist, staatliche Zahlungen erhalte. Als bäte er um Nachsicht für seine Inkonsequenz. Da musste ich schon wieder durchatmen. Manchmal hatte ich auch Rachefantasien. Einmal beim Eintreten in ein sehr gutes Kreuzberger Restaurant, das Lode und Stein, dachte ich gönnerhaft, na mein Lieber, jetzt wirst du mal sehen, dass es auch andere Horizonte gibt und der linksliberale Hedonismus, plötzlich sah ich mich als Teil des linksliberalen Hedonismus, ganz andere Grade an Sophistication hervorgebracht hat, als du dir in deinem Flyover-Staat Michigan vorstellen kannst. Vielleicht wird dir dann auch mal auffallen, dass man nicht überall in Jeans, Sneakers und Sweatshirt rumlaufen kann. Aber im Lode und Stein stieß sich niemand an Steves Outfit, während er hingebungsvoll die dortige Dekonstruktionsküche studierte und zu inspirierten Beschreibungen der Geschmacksbilder kam. Ein wunderbarer Abend, ein Trumpist im Lode und Stein, dachte ich noch kurz, aber da war mir schon klar, dass es ohnehin keine so gute Idee war, sich durch Klassismus am Populismus rächen zu wollen. Bevor er wieder zurück in die USA flog, schenkte mir Steve noch einen Anlagetipp, der tatsächlich in den nächsten Wochen durch die Decke ging. Als ich das realisierte, war es leider schon zu spät, um noch einzusteigen. Ja, vielen Dank. Ich finde, wofür deine Form des Tagebuchs, das fällt mir jetzt gerade auch beim nochmal Hören so auf, so eine wunderbare Lösung darstellt, ist zu transportieren, was man selber auch nicht weiß. Also ich habe ja selber auch mal, wie du weißt, versucht, ein Sachbuch zu schreiben, währenddessen wir uns immer begegnet sind. Und es sollte aber in meiner Erinnerung im Übrigen nicht in der Gorki-Kantine, sondern auf dem Flughafen Istanbul auf dem Weg nach Georgien. Ach Gott, ja, da auch auf jeden Fall. Das genau, war der Moment der Schreibkrise. Ja, die ging über 5 Jahre, also in meinem Fall, bis ich dann aus meinem Sachbuch einen Roman heraus geschält hat. Genau, aber ich fand, also aber dieses Buch sollte auf jeden Fall davon handeln, wie meine Generation eben nicht in der Lage, also wie meine Generation eigentlich zu wenig wissen würde und sozusagen nicht aus der Lage sei, aus so einer genuinen Bildung heraus politisch zu argumentieren, sondern eben immer nur von den Affekten hin und her geworfen. Ich hatte so ein ähnliches Problem, also so stelle ich mir das zumindest vor, wie du vielleicht am Anfang mit deinem Essay so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier so einen kulturpessimistischen Text schreiben, in dem ich permanent eigentlich behaupte, ja, wir wissen zu wenig und das ist alles ganz schlimm und das dann noch irgendwie versuche, theoretisch herzuleiten. Und ich finde, mit dieser Form des Dialogs hast du so eine sehr schöne selbstentlarvende Form gefunden, sozusagen dieses dünne Eis darzustellen, auf dem wir uns ja alle permanent in politischen Situationen bewegen. Absolut, nee. Und ehrlich gesagt, ist das nicht nur so? Also, dass das so gut funktioniert in dieser Form, sondern es ist genau diese Form des Schreibens, die mich dann auch beglückt, also wo ich beim Schreiben richtig Freude habe. Es ist fast so, als würde man mehr Freude haben, einen selbstironischen Satz aufzuschreiben, als einen rechthaberischen Satz, was sich nicht unbedingt von selbst versteht. Ja, ich weiß nicht, schreibt man so viele rechthaberische Sätze sonst? Ich fürchte, mehr als uns gut tut. Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal über den Journalismus reden. Ja. Stimmt, du verteidigst ihn, vielleicht weil du ihn origineller handhabst. Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, schon auch immer versuchen, mein eigenes Nichtwissen oder meine Unsicherheiten einfließen zu lassen in das, was ich auch journalistisch schreibe. Also ich finde das schwierig. Und dieses Nichtwissen, also das ist ja schon jetzt auch ein zentraler Begriff für den inneren Stammtisch. Als Thema, als Gegenstand und durchgehendes Motiv, also das Nichtwissen hat mich immer fasziniert und ich stelle diese Kategorie in leicht provokativer Absicht vor, in der Form, die ich die für die klassische halte, nämlich, Sie erinnern sich alle an den früheren Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Donald Rumsfeld, und der sprach mal
von diesen drei Bereichen, the known, also das, was wir wissen, the unknown, ja, das, was wir nicht wissen, und the unknown unknown, also das Nichtwissen, von dem wir noch nicht einmal wissen, dass wir es nicht wissen. Mhm. Und dieses the unknown unknown halte ich für eine total zentrale Größe, jetzt sowohl in der Epistemologie, also wenn man versucht, darüber nachzudenken, wie unser Wissen über die Welt aussieht und unser Nichtwissen und warum es auch sehr schwierig ist. Also wir in der Regel, zum Beispiel Forschung funktioniert ja in der Regel, dass man im Feld von the known steht und sich nach und versucht, quasi so die Angelrute in the unknown zu werfen. Mhm. Aber nicht in the unknown unknown, da wüsste man nämlich gar nicht, in welche Richtung man die Angel werfen muss. Mhm. Hingegen kommt aus diesem nicht so leicht zu kontrollierenden Bereich, glaube ich, dann tatsächlich alles Überraschende und Neue. Mhm. Also darin liegt zum Beispiel auch so eine allgemeine Optimismus meines Temperaments, weil ich immer überzeugt bin, klar, wenn jetzt viele Leute sind ja vollständig, ich will das auch nicht lächerlich machen, von der bevorstehenden Apokalypse überzeugt. Ich verstehe zwar immer nicht so ganz, wie die dann immer noch einen Fuß vor den anderen setzen können, aber ich will es nicht lächerlich machen. Mhm. Und die guten Argumente, die sie haben, warum es überhaupt keine Alternative mehr zum Weltuntergang gibt, lautet, dass sie alles, was sie im Bereich des Unknown für möglich halten, heranziehen und dass das aber alles nicht reicht, um den Weltuntergang abzuwenden. Und meine Hoffnung gewesen, ich weiß, das ist auch kein rationales Argument, sondern eher so eine Stimmung, würde lauten, na, ich glaube, die Rettung kommt aus the unknown unknown. Das gilt aber, glaube ich, auch fürs eigene Leben. Da könnte man dann das Verdrängte nennen, in gewisser Weise. Und das irgendwie auch im Blick auf sich selber, eben als Selbstbeobachtung stärker in den Blick zu bringen, finde ich immer wichtig und spannend. Und das habe ich auch ein bisschen hier versucht. Ja, ihr habt neulich in der Zeit 10 Bücher genannt, die euer Leben verändert haben. Und dein Buch, das dein Leben verändert hat, war Das Reich Gottes von dem französischen Schriftsteller Emmanuel Carrère. Ich schätze den auch sehr. Der ist, kann man vielleicht auch sagen, ja, wirklich stilbildend für eine bestimmte Art von sehr radikalem Memoir. Also in Das Reich Gottes erzählt er die Geschichte seiner Religiosität. Gleichzeitig ist es eine Biografie zweier Apostel. Und er erzählt diese Geschichte, aber indem er sich erinnert an eine religiöse Phase, die er einmal hatte und die er komplett verdrängt hat. Ja. Und spürt dann in der Ich-Form, in dem er auch intimste Details aus seiner Familie, seinem Leben, seinem Privatleben preisgibt sozusagen dieser Religiosität nach und verwebt das dann wiederum mit der Geschichte des Christentums, was wirklich beeindruckend ist. Und du zitierst sozusagen als einen Grund, warum dieses Buch lebensverändernd und ich nehme an, vielleicht auch vorbildhaft für dich. Er ist schon mein Gott, muss ich sagen. War, ja, klar. Folgenden Satz, weil er das sucht, was er selbst am wenigsten ist. Mhm. Hast du das gefunden beim Schreiben des inneren Stammtischs? Der Satz von Carrère, man muss ihn kontextualisieren, um ihn ganz zu verstehen. Eine Herausforderung des Christentums, das ist das Buch eines Agnostikers, eines erklärten Agnostikers, Emmanuel Carrère, der allerdings irgendwann in seinen 20er Jahren in einer Lebenskrise mal eine sehr katholische Phase hatte, weil er auch eine sehr katholische Tante hatte, die ihn dann gestützt hatte. Und in diesen 2 Jahren, damals hat er auch Tagebuch geführt. Und jetzt schaut er auf diese Person völlig entgeistert zurück, kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass er das mal gewesen sein soll. Und die Herausforderung für uns, das ist uns, Emmanuel Carrères Mutter war die Präsidentin der Akademie Française, sie hat in den 80er Jahren, Kremologin nannte man es damals, Russlandkennerin, die hatte den Untergang der Sowjetunion vorausgesagt. Sie ist selber schon quasi eine Überfigur der französischen Kulturschikaria und das ist ihr Sohn auch. Auf jeder Party zu sehen und hochintelligent und raffiniert und ironisch und all diese Eigenschaften, die zu einem urbanen Kulturschikaria-Intellektuellen gehören. Und ein solcher hat natürlich ein Problem mit einer dieser Kernsätze Jesus, vermutlich auch vom historischen Jesus, nämlich, dass das Himmelreich für die geistig Armen offen stehe und dass man mit der Torheit weiterkommt, aber nicht mit der Klügelei. Und an diese Herausforderung versucht sich Carrère immer abzuarbeiten, weil er ja gar nicht anders kann. Er will gerne das Religiöse genauer verstehen, aber er kann das ja gar nicht anders als intellektuell zu tun und stößt dann aber immer wieder auf Situationen, wo Jesus sagt, die
Das Rumgeklügel bringt gar keinen weiter. Mhm. Und es endet auch in so einem, Carrère kann große Momente beschreiben, die aber nie pathetisch sind. Am Ende ist er bei irgendeiner Veranstaltung, wo so eine Religiosität zelebriert wird, die er ganz furchtbar findet. Es läuft also so irgendwie so eine beschwingte Holy Music und alle sind angehalten miteinander auf irenische, sagt man glaube ich, Art zu tanzen, um die Gemeinschaft zu zelebrieren. Und da sind aber auch einige behinderte Kinder dabei, also Kinder mit Down-Syndrom. Und eines dieser Kinder geht auf ihn zu, mit strahlendem Gesicht und will mit ihm tanzen. Mhm. Und er weiß, er findet das jetzt ganz schrecklich. Und zwar aus ästhetischen Gründen ganz schrecklich, weil er diese Form von Religiosität so furchtbar findet, weil er diese Musik so furchtbar findet, weil er diesen Gemeindesaal so furchtbar findet. Mhm. Aber es ist auch vollkommen klar, dass er diesem jungen Mädchen die kann der jetzt auch nicht zurückweisen. Und dann begibt er sich in diesen Tanz hinein. Und es ist natürlich ein beglückender Moment dann für ihn. Und es wird natürlich schön und stark und eine intensive Erfahrung, aber eben eine nicht intellektuelle. Und in dem Sinne ist der Satz bei Carrère gemeint. Den kann ich jetzt nicht so direkt auf mich anwenden, weil ich nicht genau... Also ich hatte ihn so verstanden, dass es darum ginge sozusagen auch im Schreibprozess das zu suchen, was man nicht ist. Also dass man versucht, also jetzt in seinem Fall dann durch die Intellektualität eben zu einer Nicht-Intellektualität durchzudringen, aber im Schreiben. Also ja, nee, das wäre, glaube ich, nicht zu nehmen. Also ich habe mich, glaube ich, in einem Stammtisch als der Hallodri beschrieben, der ich tatsächlich bin. Ja. Und entsteht das Schreiben bei dir eigentlich aus einem Leiden heraus oder aus einem Bedürfnis, irgendwas zu klären? Ich habe so einen antipsychologischen Effekt. Jetzt, ja. Ich habe immer so einen antipsychologischen Effekt und deswegen ist meine Antwort, und die stimmt auch irgendwie, prima facie, stimmt ja auf jeden Fall. Ich schreibe immer, weil mir das Schreiben, also dieses erzählerische Schreiben so Spaß macht. Das wirst du kennen. Es ist einfach... Ja, aber, ja. Also ich bin glücklich, wenn ich einen Text habe, in dem ich erzählerisch schreiben kann. Anders als Zeitungsartikel, das ist aber auch wieder nicht abwertend gemeint, aber da muss man sich so wahnsinnig konzentrieren in so einer kurzen Zeit und... Und das strengt einen an. Das ist ja auch nicht schlimm, dass einen was anstrengt. Wichtige Dinge müssen ja auch anstrengen. Aber beim Schreiben gibt es eher so einen erzählerischen Flow. Und, diese Euphorie ist es eigentlich, glaube ich, warum ich auch jetzt hoffe, ein drittes Buch zu schreiben, weil ich diese Momente wieder haben will. Es stellt sich dann aber, und das gilt vor allem für mein erstes Buch, für das Deutsche Krokodil, es stellt sich dann allerdings heraus, dass ich offensichtlich, wie sagt man so, Kisten im Keller öffne, die ich vorher so nicht geöffnet habe, sodass alle Leser immer glauben, ach ja, ist ja völlig logisch, warum du das Deutsche Krokodil geschrieben hast. Da war noch etwas aus der Vergangenheit, über das du Rechenschaft ablegen musstest. Da war noch eine nicht erzählte Geschichte, die, also kurzum, es sieht dann eigentlich immer aus, als sei das Schreiben tatsächlich ein psychoanalytisches Ventil oder Instrument, obwohl ich immer das Gegenteil sage. Aber wie gesagt, man darf ja Menschen in ihren Selbstaussagen auch nie über den Weg trauen. Jetzt mal Autoren. Ja. Aber okay, du würdest sagen, diese positive Erfahrung des Schreibens hat sich bei dir auch von Anfang an eingestellt. Also du hast ja mit dem Deutschen Krokodil dein Debüt geschrieben und es war ja eigentlich ein relativ spätes Debüt auch. Du warst ja über 40, als du es geschrieben hast. Leider noch viel älter, ja. genau. So, aber Mitte 40, Mitte 40. Es ist nichts, was sich sozusagen sofort in deinem Leben ergeben hat. Wie war denn der Prozess, dass du da hingekommen bist? Also gab es da irgendwie so ein Gefühl von, ich will schreiben, jenseits des Journalistischen, aber ich weiß nicht genau wie? Oder war es dann eher so, dass du dich hingesetzt hast und gesagt hast, stimmt, meine Lebensgeschichte, die... Nee, es war, also das wirst du genauso kennen als Journalist, man schreibt einen langen Artikel und dann ruft in der Regel irgendein Agent an und sagt, wollen Sie daraus nicht ein Buch machen? Ja. Und das war natürlich mein ganzes Berufsleben auch immer so und man fühlt sich auch irgendwie so geschmeichelt und dann denkt man, wie hoch könnte der Vorschuss sein, könnte ich gut gebrauchen. Mhm. Und dann habe ich aber doch immer Nein gesagt, weil ich wusste, es wird mir keine Freude machen. Ich habe das eigentlich gesagt, was ich sagen wollte in diesem Artikel und das jetzt aufzublähen. Oder jedenfalls, das ist nicht das Schreiben, für das ich, wenn ich von der Arbeit heimkomme, mich dann nochmal hinsetze. Mhm. Weil das wäre ja dasselbe, was ich am Anfang so ein bisschen meinte. Mhm. Ja, das kenne ich sehr gut. Ja, und dann ist, der Grund für das Krokodil war tatsächlich ein ganz autobiografisch-psychologischer. Meine Mutter, zu der ich ein sehr enges Verhältnis hatte, die ist eigentlich die Hauptfigur im Deutschen Krokodil, auch wenn es sehr viel um meinen Vater, den ich erst mit 22 kennengelernt habe, der aus Nigeria kommt, auch davon viel handelt. Aber eigentlich ist es ein Mutterbuch und meine Mutter ist 2010 gestorben und
Und seit sie tot war, merkte ich, dass so wahnsinnig viele Erinnerungen an meine Kindheit, die, von denen ich vorher nicht wusste, the unknown, unknown, zurückkamen. Und weil ich ein Idylliker bin, das waren sehr, sehr idyllische Kindheitserinnerungen an dieses Dossenheim bei Heidelberg der 70er und 80er Jahre. Mhm. Und ich merkte, ich habe ein Bedürfnis, das zu notieren, aufzuschreiben. Mhm. Es sollte eigentlich eher so ein Sittenbild der Bundesrepublik sein. Mhm. Quasi, während man sonst die Bundesrepublik so BRD noir, sagt man heute, immer gerne so ein bisschen, entweder als kleinbürgerlich oder als blöde Fortsetzung des Nationalsozialismus mit denselben Eliten oder so. Ich wollte eigentlich ein sehr positives Bild des alten Westens schreiben. Und dann waren es immer Szenen zwischen mir und meiner Mutter und den Leuten da im Ort und dann später in Heidelberg und so weiter. Und ich hatte eine Gastprofessur in St. Louis und saß da immer in so einem Café. Refill, das ist toll für Autoren. In Amerika gibt es ja Refill, das heißt, sie kaufen einmal eine Tasse Tee oder Kaffee und wenn sie dann nur lang genug sitzen mit ihrem Laptop, können sie immer wieder füllen lassen. Und so saß ich da und schrieb an diesen Szenen und dann, als ich das erste Mal so ein bisschen zurücktrat und mir überlegte, was würde denn jetzt ein Leser dazu sagen, ging mir auf, ach so, der würde sich natürlich die Frage stellen, warum die ganze Zeit nur... Ich hatte diese Kindheitskapitel in der dritten Person geschrieben, warum die ganze Zeit dann nur von dem Kind oder von dem Jungen und seiner Mutter die Rede ist. Wo bleibt denn der Vater? Und dann war mir klar, ach so, das musst du dem Leser jetzt mal erklären, warum da kein Vater ist. Mhm. Und so, das war wirklich, das erfinde ich jetzt nicht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann schreib mal kurz, warum da kein Vater ist. Und in dem Moment wurde mir natürlich klar, ach so, wenn ich das erklären will, hui, ach so, das könnte die eigentliche Geschichte sein. Mhm. Und daran sieht man schon meine... Trampelhaftigkeit, also zu glauben, ich könnte meine Kindheit beschreiben, ohne daraus über den abwesenden Vater zu schreiben, das würden, glaube ich, nicht viele hinbringen. Mhm. Ich glaube, den meisten wäre von Anfang an klar, dass es diesen Weg gehen muss, das Buch. Mhm. Und das Buch hatten auch vorher übrigens auch Verleger oder so auch immer gesagt, schreib das doch mal auf. Ich wollte jetzt eigentlich was über meine Mutter schreiben und so wurde dann doch so ein, und dann wurde aber das draus, was es dann geworden ist, ja. Ja, und dann kommt ja am Ende das ganze Treffen auch mit der Familie väterlicherseits und der Einbruch in dein Leben. Und daraus ergibt sich ja auch die Dramaturgie des Buches eigentlich erst. Also das ist ja auch interessant, dass man eigentlich wirklich erst schreiben kann, wenn einem das Richtige eingefallen ist und sich damit dann auch die Frage des Plots häufig sofort löst. Also ich finde es nur interessant, dass du sozusagen sowohl dein journalistisches als auch dein literarisches Schreiben dann doch als so relativ wohlgeordnete Sphären teilweise erlebst, in denen es nicht so viel Kampf gegeben hat. Nee, das ist also falsch. Das habe ich. Klar, Schreibkrisen und so, das gibt es unbedingt, aber in der Erinnerung bleiben dann doch diese euphorischen Momente, die, würde ich schon sagen, auf 50% der Produktionszeit ausmachen. Ja. Nee, klar, es gibt ja immer diese Phasen, wo du auch dann, du liest, beim Schreiben heißt es ja vor allem immer wiederlesen. Ja. Und liest du auch immer noch mal von vorne, also wenn ich etwas geschrieben habe, dann kämme ich eigentlich immer wieder. Ja. Durch vom ersten Satz bis jeweils, soweit ich komme. Ja. Und es ist mühsam und auch sehr unangenehm teilweise. Genau, es ist also, manchmal unangenehm und manchmal das Gegenteil. Und das ist so, manchmal denkst du, das hat den Nobelpreis verdient. Und dann liest du einen Tag später dieselbe Stelle wieder und denkst dir, es ist so peinlich, was du hier aufschreibst. Es ist so peinlich. Ja, diese schreckliche Scham über das eigene Scham kann dann so stark sein. Und wie kann es so schizophren? Ja. Genau. Es ist auch genau das, was ich denke. Nobelpreis oder grauenhaft oder schrecklich. Ja, absolut. Und du hast ja im Deutschen Krokodil auch diese sehr interessante Zweiteilung mit der Perspektive, dass du am Anfang über den Jungen schreibst, ganz lange. Das ist ja auch spannend. Und dann auf einmal ganz unvermittelt und für den Leser gar nicht so klar motiviert in die Ich-Perspektive sprichst. Also deine ganze, also einige Frühszenen deiner Dossenheimer Kindheit, also der antiautoritäre Kindergarten, in dem du warst, die Begegnungen mit den Großeltern und einfach da diese ganze Idylle, in der du und deine Mutter irgendwie unkonventionell seid und so, das ist alles ja noch beschrieben so der Junge, der Junge, der Junge. Ja. Und dann auf einmal springst du mit einem Satz, meine Mutter. Eigentlich in die ganze Schlesien-Geschichte auch deiner Familie und so weiter. Wie ist das gekommen? Also wann hast du diese Entscheidung getroffen? War das Teil von diesem, was du gerade geschildert hast? Ich hatte am Anfang in der ersten Person geschrieben und da hatte ich dann auch schon das Nigeria-Kapitel und dann kehrte ich wieder zurück in diese Kindheitsjahre und merkte,
Und jetzt war ich plötzlich tiefer drin in dem Schreibprozess. Vorher wusste ich auch gar nicht, was das heißt, so schreiben. Es war ja mein erstes Buch. Und jetzt merke ich, schreiben meint, dass man viel mehr zu sagen hat, als man glaubt, dass man sagen könnte. Mhm. Also jetzt habe ich wieder das Problem, ich würde so gerne schreiben, aber ich habe das Gefühl, ich habe nichts zu sagen. Mhm. Wenn man dann aber erstmal in irgendeinem Stoff ist, dann wächst er und wächst er und wächst er. Mhm. Und es ging mir auf, diese Kindheit ist bisher noch viel zu anekdotisch abgehandelt, da lässt sich viel mehr erzählen. Allerdings doch auch Dinge von denen, die mir auch irgendwie peinlich waren. Und das gehört ja zum autobiografischen Schreiben ja dazu, dass das immer, das hat ja, das muss ja irgendwie eine Scham überwunden werden. Und dann fiel mir ein, oder wie man das sagt, dass Karl-Heinz Bohrer, der vor 6 Wochen gestorben ist, ein enger Freund von mir war, der hat seine Kindheitserinnerung eben auch in der dritten Person geschrieben. Mhm. Und Kutsi, der südafrikanische Nobelpreisträger, den ich sehr verehre, auch dritte Person Präsens. Mhm. Und dann las ich in diese Bücher nochmal rein und dachte, ach, das ist eigentlich ein gutes Verfahren, weil wenn ich über den Jungen schreibe, dann ist das für mich ja nicht so direkt persönlich, sondern dann ist der Junge plötzlich wie eine literarische Figur, der ich viel mehr zumuten kann, als wenn ich ich sagen würde. Mhm. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. So wie ich das Ganze umgeschrieben hatte, plötzlich konnte ich viel mehr, in Anführungszeichen, so peinliche Sachen reinschreiben. Ja. Und wie ist für dich, ich glaube, wir müssen auch gleich zum Ende kommen, aber wie ist für dich denn beim Auto, also bei dieser Form des autobiografischen Schreibens, das ist ja von der Form her trotzdem ein Roman. Also man könnte ja fast sagen, die Form würde auch jede Art von Fiktion in sich aufheben. Hast du dir was ausgedacht? Kann man das so banal trennen? Nee, das ist auch mein Problem. Also, ich glaube, meine Bücher sind immer autobiografisch, weil ich immer noch nicht weiß, wie es funktionieren soll, sich was auszudenken. Die Leute fragen, stimmt das alles im Krokodil oder haben sie was ausgedacht? Ja. So als würden sie mich erwischen beim Ausdenken. Ja. Nein, ich wäre so froh, wenn ich irgendwas ausgedacht hätte, dann hätte ich den Beweis erbracht, dass ich mir Dinge ausdenken kann. Ja. Aber das weiß ich noch nicht, wie es funktioniert. Und deswegen sind diese Bücher immer so memoirhaft. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie Fiktion geht. Ich will erzählen und normalerweise erzählt man in der Form des Romans. Ja. Und da muss man sich angeblich ja was ausdenken. Und weil ich nicht weiß, wie das geht, bleibt mir nur das erzählerisch-autobiografische Schreiben. Ja, das ist mir so hängen geblieben, von, als wir das letzte Mal über das Schreiben gesprochen haben, dass du auch zu mir gesagt, wie kommt man zur Fiktion? Ja. Und dann hast du gesagt, ist es nicht immer so, dass man eigentlich autobiografisch schreibt und dann irgendwie Roman draufschreibt? Ja. Und dann gilt das für dein ist Buch? Es ein Roman. Nee, würde ich tatsächlich nicht sagen. Also ich würde eher sagen, dass aber findest du, hast du angefangen mit einem autobiografischen Kern und ihn dann in die Fiktion ausgeschrieben? Ja, sozusagen. Also eher wie so eine Art, also ich habe am Anfang meine eigene Vorstellung so ein bisschen weggenuschelt, beziehungsweise vergessen. Ich habe auch gerade einen Roman geschrieben, der Auszeit heißt und gerade bei Hansa Blau erschienen ist. Ja. Um diese Eigenwerbung nochmal unterzubringen. Nee, ich würde sagen, es war eher so eine Art, ursprünglich sicher autobiografischer Nudelteig, den ich irgendwie so vor mich hingewälzt habe. Mhm. Und bei mir war es dann aber so, dass um eben überhaupt einen Plot auch zustande zu kriegen, ich mir etwas ausdenken musste. Also mein Problem war immer das, wie erzähle ich überhaupt? Das ist ja ein Problem, was du beim Schreiben nicht so zu haben scheinst. Also dir macht ja das Erzählen Spaß, es treibt sich von selber voran. Und für mich war immer die Frage, was ist überhaupt eine Geschichte? Also was qualifiziert einen Text überhaupt als Geschichte? Wie komme ich innerhalb eines Textes voran? Und dann musste ich einfach schon dadurch meine Protagonistin in Situationen bringen, in denen ich so nicht war und musste mir Dinge ausdenken. Und dadurch hat sich dann auch die Protagonistin verändert und dadurch würde ich nicht sagen, dass es autobiografisch im strengeren Sinne ist. Also, ich habe vor 3 Jahren mal in einem 2-monatigen Italienaufenthalt versucht, dann einen Roman zu schreiben und ich wusste aber einfach nicht, wie ich von der Stelle komme. Dann habe ich angefangen, okay, was zeichnet ein Roman aus? Er hat eine Hauptfigur. Was zeichnet eine Hauptfigur aus? Sie hat einen Namen. Also brauchte ich einen Namen. Dann habe ich ihm einen Namen gegeben, Tobias. Dann dachte ich mir, er braucht ein Alter. Bei mir gibt's auch. Okay, er darf nicht so alt sein wie ich, sonst glauben alle, sei autobiografisch. Dann mache ich ihn jünger. Aber auch nicht zu jung, weil sonst weißt du ja gar nicht mehr, wie er die Welt sieht. Naja, dann mach ihn halt mal 3 Jahre jünger. Dann braucht eine Figur einen Beruf. Irgendwie fand ich den Beruf des Kunsthändlers immer so schön. Da habe ich beschlossen, dass Tobias 3 Jahre jünger als ich Kunsthändler ist. Aber ich kam natürlich, und dann fing ich an, ihn Sachen machen zu lassen, die ich gemacht habe. Das ging immer. Und dann wollte ich ihn aber noch Sachen machen lassen, die ich nicht getan habe. Und wenn ich diese Sätze wieder las, dachte ich mir immer, Gott, wie schrecklich, die klingen ja wie ausgedacht. Ja, das kenne ich auch, Ja, habe ich auch keine Antwort drauf,
man das löst. Ich glaube wirklich einfach durch sehr langwieriges Bearbeiten irgendwie so. Ja. Also die Scham ist bei Ausgedachtem vielleicht auch sogar noch größer als bei Autobiografischem. Ja, und vielleicht muss man einfach so in diesen Sumpf der Scham immer wieder reingehen und das dann irgendwie transzendieren. Ich bin leider gerade mit der Zeit jetzt so ein bisschen. Simone, wie ist es denn da hinten? Also wir sind Punktlandung. 70 wollen wir Minuten. Wollen wir noch Publikumsfragen ermöglichen? Genau, wenn jemand Fragen an Idoma hat. Aber Idoma, darf ich dich noch ganz kurz fragen, du arbeitest jetzt an etwas? Nein. Oder nicht? Nein, okay. Also der Tobias ist noch, der Stoff liegt noch brach und wird vielleicht noch bearbeitet. Okay. Also wir rechnen jetzt nicht mit einem Roman von dir 2022. Nein. Okay, ich bin jetzt auch wieder zurück zum Sachbuch gegangen. Übrigens. Ah, ja. Also, ja, ja. Genau. Also wir würden gerne noch Fragen aus dem Publikum zulassen. Da ist ein Mikrofon, das geht rum und genau, wir versuchen uns die Reihenfolge zu merken. Ja, vielen Dank. Ich habe das Deutsche Krokodil mit großer Begeisterung gelesen. Jetzt sagten Sie eben, dass Sie mit diesem Buch die ehemalige Bundesrepublik so beschreiben wollten, ohne die Etiketten, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Ja. Ich glaube, es ist, also ich hatte den Eindruck, dass es eher eine Beschreibung des linksliberalen, offenen, aber doch sehr elitären Kreises an der Heidelberger Universität ist. Und ich glaube nicht, also zumindest das, was ich über die ehemalige Bundesrepublik weiß, dass es zutreffend ist, dass das die ehemalige Bundesrepublik beschreibt. Es beschreibt einen sehr elitären, zwar, ich gebe zu, viele Jahre lang durchaus auch die Politik dieses Landes bestimmenden Kreis, aber der ist eigentlich sehr weit abgehoben. Da möchte ich Ihnen widersprechen. Also Sie haben natürlich vollkommen recht, es beschreibt nur einen Blick auf die alte Bundesrepublik. Aber Sie verorten mich soziologisch falsch. Heidelberg ist natürlich eine Universitätsstadt, aber meine Familie hatte gar nichts mit der Universität zu tun. Meine Mutter, mit der ich aufgewachsen bin, hat noch nicht mal Abitur. Ich komme eigentlich aus einer sehr einfachen Familie. Es hat diesen Eindruck, weil ich dann durch Zufall tatsächlich in Heidelberg auf einem humanistischen Gymnasium gelandet bin. Und das war dann tatsächlich irgendwie ein soziologisch jetzt irgendwie Upper Class für Heidelberger Verhältnisse. So, ja, das Geld in Hamburg oder Düsseldorf sieht anders aus, muss man auch dazu sagen. Weil die Frage ja doch die ist, was heißt es, als ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe und irgendwie anderen Haaren als alle anderen in den 70er Jahren in der alten Bundesrepublik aufzuwachsen, möchte ich nicht mehr. Ich habe lange, lange, lange darüber nachgedacht. Das ist auch Thema des Buches auch gewesen und in vielen Diskussionen danach, möchte ich nicht mehr sagen, ja, meine Kindheit war so idyllisch, weil ich in diesem liberalen, stark universitär geprägten Heidelberg aufgewachsen bin, woanders zum Beispiel im Dorf, da nicken sonst natürlich immer alle Großstädter. Alle Großstädter wissen ja auch immer, dass ihnen kein Rassismus unmittelbar vor der Haustür betrifft. Nee, der findet ja immer dort statt, in der Lebenswelt, in der sie sich nicht bewegen, also oft im Dorf oder im Westen, sagen wir immer, im Osten. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erleichtert, wie glücklich es ein NRWler macht, zu betonen, wie rassistisch Brandenburg ist. Ja, dann ist man selber schon gleich in einer anderen Position. Und ich muss sagen, nein, und das stimmt auch nicht auf der Basis des Krokodils. Und das ist mir nämlich tatsächlich sehr wichtig. Meine Oma hat im Schwarzwald, die ist vertrieben aus Schlesien, landet am Ende im Schwarzwald in einem Dorf von Altbulach, heißt es, da wohnen 700 Leute. Und ich habe meine gesamte Kindheit, alle meine Ferien in diesem 700-Seelendorf, schwäbischster Natur, in der größten Abgelegenheit gelebt. Und da gab es genauso wenige Demütigungserfahrungen wie in Heidelberg. Es hat nichts mit einer irgendwie akademischen Oase Heidelbergs zu tun. Damit will ich nicht sagen, dass nicht andere ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Aber ich bin nicht mehr bereit zu sagen, das hat irgendwas mit dem Stadt-Land-Gegensatz oder mit Universitätsstadt, Nicht-Universitätsstadt und so weiter zu tun. Trotzdem, ja klar, wird es auch ganz andere Erfahrungen geben, aber ich konnte nur diese eine erzählen. Mhm. Hatte noch jemand eine Frage? Da vorne rechts, der Herr. Ich glaube, Sie brauchen ein Mikrofon. Haben, damit der Saal Sie auch versteht. Zurück zum Anfang. Ich wollte Sie fragen, ob bei diesen als kleinlich beschriebenen Situationen im Straßenverkehr
ob es sich nicht einfach um elementare Demütigungen handelt, beziehungsweise ein Ignorieren. Sie machen dem anderen ein Angebot, ihn als Mensch oder sie als Mensch wahrzunehmen, und das Angebot wird nicht erwidert. Also ich denke, das hat mit Kleinigkeit wenig zu tun. Das kann gut sein, das ist interessant. Ah ja, mhm. Ja, ich möchte Ihnen ja gerne zustimmen, weil mir schon auch auffällt, dass in Ländern, vieles an Deutschland ist ja schön, aber vieles an Deutschland ist auch irgendwie so ein bisschen armselig, und das hat vor allem was mit der Kommunikation mit Fremden zu tun. Und es gibt andere Kulturen, ich würde die italienische nennen, aber ich würde unbedingt auch die amerikanische nennen, wo die Kommunikation mit Fremden viel selbstverständlicher und einfacher funktioniert. Klar, wir werten das immer ab und sagen, ja, das ist ja nur Smalltalk. Ja, for God's sake, aber immerhin ist es Smalltalk. Sie stehen, was weiß ich, in Amerika auf dem Flughafen vor dem Gate, und dann plaudern Sie halt mit diesem Menschen, der hinter Ihnen in der Schlange sitzt. Und da werden Sie natürlich nicht das tiefste Innenleben von sich entfalten, warum auch, aber Sie haben eine nette Verbindung hergestellt für diese Dauer von 30 Sekunden oder einer Minute. Und in Italien genauso wird jedes Brötchen verkauft, führt zu irgendeiner sozialen, theatralischen Interaktion. Und ich zumindest gehe danach beglückt heraus. Und das ist was, was es in Deutschland ja leider nicht so gibt. Mhm. Ja, würde ich auch sagen, ja, leider. Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, und genau, noch einen schönen Abend und viel Spaß bei der Nachfolgeverantwortung. Alle Bücher gibt es übrigens auch draußen. Genau, und ich würde auch signieren, und ich danke dir herzlich für das schöne Gespräch. Ja, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Schönen Abend.